So, ich hoffe, Sie haben gut gespeist, gute Unterhaltung gehabt. Ich habe auch schon interessante Gespräche geführt. Also, ich bin wirklich begeistert, dass für mein erstes Buch schon so viele Leute gekommen sind von überall her. Herzlichen Dank. Also wirklich Applaus für Sie. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen was hören aus dem Buch. Das sind jetzt zwei Texte, die ganz am Anfang standen sind. Und mir war es auch wichtig, dass in dem Buch etwas Handschriftliches von mir drin ist. Also es ist wirklich so abgedruckt, wie es ich geschrieben habe. Und das wollte ich unbedingt drin haben. Und der erste Absatz ist eigentlich der zentrale von dem ganzen Buch. Die Überschrift lautet die Erde. Darum haben wir am Anfang das Bild von der Erde gehabt. Und der zweite wird dann sein, ist der Preis was wert? Das spiegelt so ein bisschen den Status quo. Was ist zurzeit trendy, sage ich mal, und wo könnte man hingehen oder was wäre die Alternative? Und der dritte Teil heißt dann, ich hatte einen Traum. Das kommt zwar jetzt in dem Buch nicht so vor, aber ich erzähle Ihnen dann den Traum. Das ist ganz lustig. Was ich noch im Voraus sagen möchte, dieses Buch ist ja ein Arbeitsbuch im Endeffekt und es soll die Grundlage sein für meine Stiftung. Also ich habe die Vision einer Stiftung, die all das, was wir jetzt schon ein bisschen gehört haben, in die Tat umsetzt. Und da haben wir am 27. April in Schloss Sommersdorf, also ich habe, wie ich es gesehen habe, Mund nicht mehr zugebracht, da gibt es 5 Leichen, die nicht mumifiziert wurden und trotzdem nicht verwesen. Und das hat so eine Ausstrahlung, und da werden wir einen Tag machen, wo wir dieser Vision von der Stiftung Gestalt geben. Also ich habe schon an die 30 Punkte fast gesammelt, die besetzt werden müssen, damit die Stiftung ihren Betrieb aufnehmen kann. Und jeder, der sagt, das wäre was für mich da mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Weil das ist ein sehr breites Spektrum, das wir da abdecken. Und wirklich jeder, der mitmachen will, herzlich willkommen. Gut, jetzt wollen wir mal da schauen. Obwohl ich erst ein Jahr alt bin, brauche ich eine Brille. Ich habe nämlich am 11. Januar meinen ersten Geburtstag gefeiert, weil da habe ich voriges Jahr die Stammzellen bekommen und bin meiner Spenderin, das war eine Frau, sehr, sehr dankbar, weil sie hat mich wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Also das, mich hatte im Laden eine Frau gefragt, ja, spürst du da was, dass das eine Frau war? Dann hab ich erst einmal überlegen müssen, habe mir gedacht, aber tatsächlich, also es hat sich was in mir verändert. Und ich kann das jedem Mann nur noch empfehlen, das nachzumachen. Bitte? Ja, drum, ich wurde, wie ich angefangen habe, vor 10 Jahren ungefähr, mich mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Mein erstes Philosophie-Hörbuch war Sophies Welt. Das habe ich bestimmt 20 Mal angehört und hat mich fasziniert. Und dann habe ich verschiedene Seminare besucht und Sitzungen gemacht und was. Und da hat die Frau immer zu mir gesagt, du brauchst mehr Gefühl. Nur das Gefühl macht's. Habe ich ja probiert. In der Zwischenzeit bin ich zu der Auffassung gelangt, das wahre Gefühl zu entdecken und wahrzunehmen, braucht eben auch das Bewusstsein und das Wissen. Nur wenn ich das Wissen und die Klarheit, kann ich auch meine Gefühle definieren. Also beides gehört zusammen. Und da habe ich neulich eine Widmung geschrieben
Und das war schon sehr philosophisch, was wir über das hergebracht haben. Das Männliche verliert sich im Weiblichen und wird neu daraus geboren. Das ist echt philosophisch, ja. Ist mir so eingefallen. Wie wäre es denn, wenn man Gefühle, denken und Gedanken fühlen könnte? Und wie fällt das mal auf? Ja, schauen wir mal. Also gut. Die Erde. Unsere Lebensgrundlage, Gedanken von Robert Rossi. Haben Sie beim Kauf eines Autos schon mal daran gedacht, dass alle Materialien für das Auto von der Erde kommen? Eisenerz für das Metall, Erde für den Kunststoff, Sand für das Glas und so weiter. Wenn Sie eine Kartoffel essen, denken Sie vielleicht an den Acker, in dem die Kartoffel gewachsen ist. Aber auch der Acker ist Bestandteil der Erde. Auch alle industriell hergestellten Lebensmittel stammen von der Erde. Auch wenn sie künstlich bearbeitet werden und viele Zutaten aus dem Labor enthalten sind. Denn auch diese stammen von der Erde. Sie betrachten Ihren Körper und denken vermutlich nicht daran, dass jede kleinste Zelle von der Erde stammt, indem Sie die Nahrung von der Erde zu sich nehmen und daraus die Zelle entsteht. Es ist nahezu unglaublich, was die Erde spendet und wir Menschen das, was die Erde spendet, oft gedankenlos nehmen. Ja, dass wir in unserem Konsumschlaf keinen Gedanken an die Erde verschwenden. Aber es gibt immer mehr Menschen, die jetzt aus diesem Schlaf erwachen und sich dieser Tatsache, ist eine Tatsache, bewusst werden. Sie wissen, dass es sehr notwendig ist, das Nehmen von der Erde so schnell wie möglich zu verlangsamen, damit auch unsere Nachfahren, Kinder, Enkel und so weiter, noch eine lebenswerte Erde haben, auf der sie leben können und sich darüber freuen. Denn noch können wir wunderbare Waldspaziergänge machen, durch die herrliche Natur der Berge wandern und natürliche Lebensmittel zu uns nehmen. Der industrielle Raubbau läuft momentan noch auf Hochtouren. Gülle, Antibiotika, Industrieabfälle und sinnloser Konsum haben bedrohliche Ausmaße angenommen. Noch gibt es viele Schläfer, die das nicht erkennen. Aber jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, solch einen Schläfer aufzuwecken und eine Kettenreaktion ist der Fall, die es ermöglicht, auch unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Übrigens, die Schläfer sind allgegenwärtig, egal ob in der Gesellschaft, Industrie oder in der Politik. Am besten beginnen wir mit dem Aufwecken gleich heute. Und jeder kleinste Erfolg gibt uns neue Kräfte, unser Wirken für die Erde fortzusetzen. Robert Rossi, Botschafter für die Erde. Thank you.
So, jetzt auch ein sehr wichtiger Artikel. Also insgesamt sind in dem Buch 6 Originaltexte, die ich wirklich 2011 teilweise schon geschrieben habe. Und das ist auch einer, den ich schon lange geschrieben habe. Ist der Preis was wert?